Guten Abend, liebe Bürger von Erfurt. Mein Name ist Meier. Ich bin Sprecher des Ortsverbands der Sozialdemokratischen Partei in Erfurt. Der Ortsverband der SDP wurde am 9. November hier in Erfurt gegründet. Und wir haben unsere Gründungsurkunde am vergangenen Montag dem Stadtrat für Inneres offiziell übergeben. Wir rufen die Bürger der Stadt Erfurt sowie die hier anwesenden Gäste aus den Gemeinden auf, durch aktive Mitarbeit unsere Reihen zu stärken. Die SDP profiliert sich zu einer Volkspartei und ist offen für alle Bürger, deren Ziel es ist, die bereits erreichten demokratischen Veränderungen unumkehrbar zu machen und die Entwicklung in der DDR zu einer wahrhaft sozialen Demokratie aktiv voranzutreiben. Dazu betrachten wir es als unerlässlich, dass engagierte Vertreter der neu formierten demokratischen Bewegungen und Parteien in die Entscheidungsprozesse auf allen politischen Ebenen einbezogen werden. Von ihren Funktionen entbundenen ehemaligen SED-Funktionäre sind aus den Volksvertretungen zu entfernen. Auch wenn sie noch so große Worte für die Erneuerung reden. Und dies noch vor der Ausrufung von Neuwahlen. Die SDP fordert eine umfassende Ausdehnung der Demokratisierungsprozesse auf die Wirtschaft. Im Zusammenhang mit der Streichung des Artikel 1 Absatz 1 der Verfassung sind die direkte Einflussnahme der SED auf die Leitungsprozesse in der Wirtschaft einzustellen, die Betriebsparteiorganisationen aufzulösen, und alle in dieser Richtung hauptamtlich wirkenden Funktionäre entsprechend ihren Fähigkeiten in die Produktions- und Leitungsaufgaben der Betriebe einzugliedern. In den Betrieben darf es nur eine Organisation der Werktätigen geben, und das sind freie, unabhängige Gewerkschaften. Wir fordern umgehende Schritte zur konsequenten Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit der Betriebe, zur Ablösung des unüberschaubaren Planungs- und Bilanzierungssystems und die Auflösung eigens dafür geschaffener staatlicher Einrichtungen. Wir fordern Schritte zur umgehenden Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien bei der Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen. Die SDP fordert umgehende Maßnahmen zur Stabilisierung der Währung der DDR im Interesse der Verhinderung des nationalen Maßverkaufs. Die Verantwortlichen
Für die in der Volkskammer abgegebenen Bankrotterklärungen sind zur Verantwortung zu ziehen. Wir gehen davon aus, dass alle hier auf diesem Platz und anderswo angesprochenen kommunalen Probleme nur mit einer gesunden und stabilen Wirtschaft zu lösen sind. Die SDP fordert die umfassende Demokratisierung der Außenpolitik. Außenpolitische Entscheidungen müssen für das Volk durchschaubar sein. Wir verurteilen die Huldigung von Regierungen, die in ihren Ländern Demokratisierungsprozesse unterdrücken. Egal, ob diese Regierungen sich kommunistisch oder sozialistisch nennen oder als befreundet gelten. Die SDP bekennt sich zur Neutralität und tritt ein für eine umfassende Entmilitarisierung und Auflösung militärischer Paktsysteme. Diese Aufforderung ist an beide Seiten gerichtet. Wir fordern die schrittweise Verringerung der Rüstungsausgaben zugunsten der Schaffung von Industriezweigen, die Technologien für den Schutz unserer natürlichen Umwelt produzieren. Liebe Bürger von Erfurt, in unserem Lande vollziehen sich revolutionäre Veränderungen. Übt Besonnenheit. Und lasst euch nicht verblenden von Teilerfolgen. Jawohl. Es ist. Es darf kein Stillstand eintreten. Legt die Verantwortung für die Zukunft in die Hände von Menschen, die euer Vertrauen genießen. Befreit euch von dem Trauma, das eine Partei erzeugt hat, die in anmaßender Alleinvertretung seit Jahren an euch vorbeiregiert hat. Die SDP bietet euch mit ihrem Programm den Rahmen für eine umfassende Wahrnehmung demokratischer Rechte. Erfurterinnen und Erfurter.